Ja, servus und ein herzliches Hallo an diesem schönen Silvestertag. Naja, schön ist relativ. Wird wieder stressig für mich. Ja, bei mir ist noch nicht Silvester, bei mir ist gerade Samstag, der 28. Ich glaube, der 28. Ja, der 28. Und ja, Silvester kommt erst noch, aber ihr seht es ja jetzt dann Silvester um 12 Uhr oder später, je nachdem. Ja, ich bin gerade wieder draußen im Garten und ich probiere heute was aus. Ich habe gestern beim Nachbarn drüben was geholt, das habe ich schon mal gezeigt in einem Video. Und zwar hat er einen alten Wurstkessel für mich gehabt. Den hat er übrig gehabt, an mit Holzbefeuerung. Und der eine oder andere hat vielleicht schon die Rauchschwaden hier gesehen. Ja, ich habe das Ding geholt und habe es aufgebaut, habe mir noch extra ein paar Ofenrohr organisiert. Und jetzt brennt er hier zum ersten Mal. Eingeschürt ist er mit Holz. Ist ein Ofen von Ewald Lang, Ansbach in Mittelfranken. Da unten ist das Feuer drin. Vielleicht sollte ich noch einmal aufmachen, dass es ein bisschen besser brennt. Ich muss erst einmal gucken, wie es richtig funktioniert, das Ganze. Klappe auf oder Klappe zu, Klappe ein bisschen auf oder habe ich noch nie benutzt, so ein Ding. Vielleicht so. Mal gucken, dass er ein wenig Luft kriegt. Dann qualmt er vielleicht auch nicht ganz so arg. Ja, das ist das Ding. Das ist ein Wurstkessel von der Firma Lang. Reform nennt sich das Teil. Und ich habe da für den Anfang erst einmal zum Probieren ein paar Kartoffeln drin. Das sieht man hier. Da sind für ohne Abendessen dann gleich welche dabei und ein Haufen kleine für die Schweine. Ja, und da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. So wie ich mir das vorstelle. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Södele, jetzt haben wir mittlerweile 4:45. Ihr seht, es ist schon wieder ziemlich dunkel. Ich wollte euch auf dem Laufenden halten. Ja, bin irgendwie nicht dazugekommen. Der Nachbar war vorhin nochmal da, vor dem ich sie habe. Den Wurstkessel da. Der hat mir noch ein paar Tipps gegeben, welche am Eischüren, dass das Wasser auch schnell kocht und wie ich es am besten mache. Ja, das habe ich jetzt mal probiert. Klappe unten ein wenig offen. Jetzt ist mittlerweile das Feuer ziemlich aus. Ich hoffe, man erkennt überhaupt was auf der Kamera. Also nur noch Glut. Ist ziemlich aus jetzt da innen. Passt soweit. Ich lasse jetzt unten offen, dass es ein wenig belüftet wird. Damit der ganze Kessel ein wenig schneller abkühlt. Wichtig ist, das ist ein emaillierter Kessel oder ein emaillierter Kessel. Wenn man da innen Feuer schürt, dann sollte man idealerweise, ich mach mal auf, schön warm. Dann sollte man idealerweise den Deckel drauf lassen. Also wie gesagt, ist emailliert, sieht man hier. Wenn ich einschüre und habe keinen Deckel drauf, der Kessel wird ja überall heiß, ringsrum. Und das ist ein Nachteil dann. Dann platzt nämlich das ganze Email ab. Das hat er mir den Tipp gegeben. Ich meine, ich habe eh mit Deckel gekocht, weil es schöner ist. Aber ja, wenn die Emaillierung weggeplatzt ist, ist natürlich dumm. Seht ihr, hier ist kein Edelstahlkessel, auch kein Kupferkessel. Ist wie gesagt ein Stahlkessel mit Emaillierung. Und ohne fängt der natürlich irgendwas gammeln an. Ja, die Kartoffeln da innen sind soweit fertig. Man sieht schon, ein paar sind aufgeplatzt. Das ist aber nicht schlimm. Ja, weich sind sie. Fürs Abendessen, die sind mit drin, habe ich ein paar St. Galle, also blaue St. Galle, rotschalige waren irgendwo, da zum Beispiel, da waren doch noch irgendwo welche, keine Ahnung, egal, und ein paar von der Sorte Gala, ja, die sind auf alle Fälle fertig gekocht, das passt soweit, ich lasse den jetzt noch ein wenig abkühlen, die Kartoffeln fürs Abendessen durch dann mit raus, da will die Mutter nämlich ein paar Bratäpfel davor mitmachen, und der Rest waren dann Bellkartoffeln. Und da innen ist ja noch ein großer Teil. Der ist dann für die Schweine. Da lasse ich dann das Wasser einfach ab. Und dann kann ich sie schön rausholen aus dem Topf. Weil mit Wasser drin, da muss man drin rumrühren. Entweder ich brauche dann so einen großen Schaumlöffel, dass ich hineinkomme. Hätte ich zwar, aber ablassen geht einfacher. Ja, so schaut es jetzt auf alle Fälle aus. Gucken wir mal. Ich gehe jetzt dann auf alle Fälle erst einmal nochmal Futter holen. Und ja, dann gibt es Abendessen. Ja, das war es dann auch schon für den Samstag. Erster Versuch hat geglückt. Der alte Reformwurstkessel hier von der Firma Lang funktioniert noch.
Ja, guten Morgen, das ist ein Sonntag. Ja, wir sind wieder einen Tag weiter. Und ich stehe gerade in meiner Küche. Bei uns gibt es heute selber gemachte Pizza. Und ich mache schnell den Teig soweit fertig. Ja, mache ich so, wie ich schon mal in meiner Lehrzeit gelernt habe. Das ist zwar schon einige Jahre her, aber es bleibt sicher immer gleich. Ist ja ganz simpel und einfach. Rührschüssel. Pizzateig, wir haben Typ 55er Mehl hier, Weizenmehl. Habe ich zwei Bäckchen, sind dann 2 Kilo. Und ich habe noch ein wenig Reste, das müssten 400 Gramm gewesen sein. Typ 405, den arbeite ich auch gleich mit auf, dass der mit weg ist, der war vom Kuchenbacken übrig. Und ich mache das Rezept jetzt einmal so, wie ich es früher in der Arbeit gemacht habe. Also ruckzuck, einfach mal was zusammengeklatscht. Hefeteig, das einfachste der Welt. Ja, was braucht man? Auf jeden Fall ein Teller Mehl. Dann haben wir so 750 was dazu. Übrigens, wenn es interessiert, der Unterschied zwischen 550er und 405er. Das ist der Ausmalungsgrad. Das 405er ist Auszugsmehl. Das ist richtig weiß. Und das 550er ist ein bisschen gröber. Das sind dann noch ein bisschen mehr Spitzenanteile mit drin. In Anführungsstrichen, aber das siehst du nicht. Das ist aber kein Vollkornmehl, sondern das ist halt, wie gesagt, das ist von der Qualität, von der Backqualität. So. Ja, geht doch. Dann Frischbackhefe. Hefe mal ein bisschen klein krümeln, nicht im ganzen Block rein, da braucht es zu lange sich aufzulösen. Kann sein, dass man einen Brocken hat. Lieber ein bisschen klein krümeln. Ich mache das Ganze jetzt auf 2 Schüsseln. Ich habe insgesamt 3 Steine Hefe. So ein Stein Hefe reicht ca. für 500 bis 1000 Gramm Mehl. Das ist ein Pizzateig, da haue ich lieber ein wenig mehr rein. Sprich, ich arbeite mit 1,5 Star Hefe in der Schüssel. Habe ich auch schon ewig gerochen, die besser riecht. Aber kaputt ist alles. So, dann braucht man 20 Gramm Salz. Wird schon passiert. Aha. Also, mein Salz ist wichtig, nie direkt auf die Hefe drauf, sonst denkt man, die Hefe aktiviert rein. Gut. Salz haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann, was ich immer noch mit rein tue, das ist ein bisschen Olivenöl. Habe ich noch eins? Ja. Olivenöl habe ich auch noch. Und lauwarmes Wasser. Bei einem Kilo oder ein bisschen mehr wie einem Kilo Mehl braucht man normalerweise 600, also bei einem Kilo werden 650 Milliliter Wasser im Groben gerechnet. Ich habe ein wenig mehr drin. Ich denke aber eher, ich mache den Teig ein wenig weicher und werde so circa 700 ml kippen. Ja.
beim Wasser, was uns dann da hineinkommt, normalerweise sind wir lauwarm. Dann ist die Hefeaktivität gleich noch schneller da. Und die braucht nicht so ganz so lang. Und in der Zwischenzeit rühre ich da, oder wir machen in dem Teil, in der Schüssel gleich den zweiten fertig. Meine Gegenmaschine höre ich schon, der ist nicht so dick. Rezepte sind gut, Erfahrung ist besser. Was ich jetzt noch mit Neigel, das habe ich früher schon immer bei den Brötlern gemacht, den ich jetzt am Anfang gleich mitmachen kann, das ist ein Stück Lapulle. Dann wird der Teig noch mal ein wenig geschmeidiger. War nicht ganz verkehrt.
auf. Jupp, der schaut gut aus für Pizza. Den lassen wir jetzt nur mal dran und den einfach vor sich hinkneten. Genug Salz drin. Passt. So, für die, die so einen Tag noch nie gemacht haben, die mögen jetzt sagen, das ist ja total sicher, wie sollte das funktionieren? Ein Pizzateig, wenn man ihn macht, soll normalerweise möglichst dünn und weich sein, ist immer besser. Wenn der Pizzateig nämlich zu zäh und zu fest ist, dann geht er schlecht auf und gibt später dann keinen schönen Boden. Da war der Boden normal nicht zu luftig, sondern recht trocken. Deswegen tue ich ja ein ganz bisschen Butter mit rein und vor allem auch das Olivenöl.
wird einfach die Teigqualität besser. Und es schmeckt mir auch schmuggelig. Idealerweise, das ist ein Fehler jetzt gewesen von mir, ich hätte den Teig normalerweise gestern Abend schon machen sollen. Das habe ich ein bisschen versammelt. Wäre eigentlich sinnvoller. Weil so ein Hefeteig steht idealerweise über Nacht im Kühlschrank. Dann bildet der einen ganz eigenen Geschmack, dann reift der ein bisschen und ist, wie gesagt, schmugglich ein wenig besser. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Ist aber auch nicht dramatisch. So, da haben wir das gute Stück. Teig Nummer 1. Zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Ich muss bloß die Hände waschen. Also, so hat das Ganze ausgeschaut. Ich trenne, wie gesagt, immer alles. Das kommt erst das Mehl rein, dann die Butter und meine Hefe habe ich auf die A-Seite. Und das Salz seht ihr hier, habe ich auf die andere Seite und in der Mitte habe ich ein Loch gemacht, wo ich jetzt das Olivenöl rein habe. Olivenöl kann man auch wie beim ersten Teig einfach dann im Nachhinein mit dazugeben, so wie das Wasser. Oder eben gleich mit rein, wenn man lustig ist. Früher haben wir es immer so vorbereitet, dann war schon alles bereit, was wir gebraucht haben. Geht aber auch so. So, und der Teig, der wenn fertig ist, dann schaut er so aus. Streuen wir mal ein wenig auf. Ihr seht schon, der ist ziemlich weich. Und so muss er sein. Wenn ihr einen Teig habt, den wo der quasi wie so einen Klumpen da innen liegen habt, dann ist er eigentlich schon viel zu trocken. Zumindest für Pizza. Also unserer Labla-Teige, die wir früher gemacht haben, waren eigentlich einmal, ja, minimal fester wie das. Und dann haben wir noch Ciabatta gemacht auf der Arbeit. Da wurde der Teig richtig flüssig, denke ich. Also der war noch weicher und noch ziehender wie der. So. Und was ich jetzt mit dem mache, den nehme ich jetzt, kratze nicht mal ringsrum rein, stäube oben drauf ein wenig Mehl auf und dann kommt da an einen warmen, nicht heißen Platz, wo er aber gehen kann in Ruhe. Der wird dann erst heute Abend gebraucht. Also ich werde mal gucken, vielleicht in die Speisen einstellen, da ist es nicht zu warm und nicht zu kalt. Ich will ja nicht, dass er jetzt dann übergeht. Hinausstellen will ich ihn aber auch nicht, weil wir haben aktuell eine Außentemperatur von minus 1,2. Dann ja, geht überhaupt nichts mehr, dann ist die Hefeaktivität erst einmal dahin. Aber gut, wird. Ich schalte jetzt den zweiten hier gleich noch ein. Dann haben wir den auch. Und ja, den da decke ich jetzt gleich noch ab. So, der zweite knetet jetzt gerade noch. Geprüft habe ich ihn ja gerade, aber fast. Weich genug ist er. Sollte so ein Teig einmal zu weich werden, man kann immer noch ein kleines bisschen Mehl nachgeben. Sollte natürlich nicht so sein, dass man dann so viel Wasser drin hat, dass man noch einmal fast ein Kilo nachgibt. Bei so einer Menge, weil dann passt natürlich die ganze Rezeptur nicht mehr, ist klar, aber so ein bisschen Mehl kann man immer noch hinten nachgeben. Ein bisschen korrigieren kann man so Teige immer. Kneten lasse ich den ca. 4 Minuten langsam und 6 Minuten schnell. Ja, und das Endergebnis sieht dann so aus. Das ist jetzt da an der Teig, man sieht schon, der ist so ein bisschen flüssig, der läuft ein bisschen. Naja. So muss das sein, der geht jetzt dann im Laufe der Zeit noch schön auf und dann haben wir einen richtig schönen Pizzateig. Ja, und der hier drüben, wenn es soweit ist, mit dem mache ich das selber in Graziatam und dann können die ja schon mal ruhen. Ja, dann geht es nämlich als in nächster Instanz gleich unter den Ofen anschüren, weil wir backen die im Holzbackofen und heute Abend dann, ich denke mal so 5 rum oder so in den Dreh, wenn wir dann die Pizzen fertig machen. Im Ofen gehen die normal recht schnell, so Frischteigpizza. Naja, höchstens 7 Minuten. Mal gucken, ob es so klappt. So, in nächster Instanz machen wir den Backofen fertig. Und die Löse. Holzbackofen. Ich muss schnell sauber machen vom letzten Mal. Thank you.
Ja. Schritt 1, Schritt 2, Zug auf. Ich nehme den Paraffinwürfel. Das ging ja auch so, aber ich habe es im Moment ein wenig eilig. So brennt das Ganze doch ein bisschen schneller. Ja. Meine Mutter, ich löse gerade schön den Ofen schnell ein. So, Thermometer ziehe ich immer ein wenig raus, sonst kann es kaputt gehen beim Einschüren, weil dann die Temperatur doch beim Einschüren recht hoch geht. Deswegen ziehe ich es immer ein wenig raus, dann passiert nichts.
Zug habe ich aktuell ganz offen, dass es so richtig schön Luft durchzieht, dass er richtig schön anbrennt. Eingeschürt ist er, mir schöner ja nur unten. Wenn man oben her sieht, da ist kein Feuer. Man sieht höchstens an die Seiten, dass es ein bisschen durchlodert, aber oben ist kein Feuer. Ja, kriegt Temperatur. Passt. Ja. Sein Ofen von Willy Appelt, Herzberg im Harz. Typ Rekord. Schon einige Zeit alt. Ich habe den ja schon mal gezeigt. Einschüren, wie gesagt, geht eigentlich ruckzuck. Normalerweise geht es nur mit Holz und einem Stückle Karton oder Papier. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal an so einen Anzündwürfel mit rein, weil bei uns gibt es jetzt dann ein etwas verspätetes Frühstück, aber das macht ja auch nichts. Ich wollte, wie gesagt, die Teige fertig haben und ja, den Ofen eingeschürt, dass der warm wird. Und dann kommen wir auch in Ruhe frühstücken. Gut, den lassen wir jetzt brennen, den muss ich später dann bloß nochmal nachlegen, dass er dann heute Abend so um die 300 Grad hat. Und dann ist er optimal zum Pizza backen. So, aktuell haben wir 15 Uhr und Temperatur bei herausgezogenen Thermometer fast 300 Grad. Wenn ich das jetzt so schon ein Stück reinschiebe, dann steigt die Temperatur ruckzuck an. Wenn er mag. Okay, Ruckzuck ist relativ. Temperatur steigt an, aber es braucht einen Moment. Also ich schätze jetzt nochmal auf so knapp 400 Grad wird er haben. Feuer brennt ja noch richtig. Ja, Vorführeffekt natürlich. Wenn die Temperatur ansteigen soll, dann macht es nicht. Fuckt mich ausnahmsweise, nee, aber der hat normalerweise zum die 400 Grad, wenn ich es jetzt einen Moment drin stecken lasse, sieht man es. Ich habe vorhin nochmal Holz nachgelegt. Da brennt es schön. Ja, hat ordentlich Temperatur. Oben, wie gesagt, seht ihr überhaupt kein Feuer. Da ist nichts zu erkennen, da ist einfach dunkel. Da ist aber sauwarm, also die Hand hältst du da nicht lang rein. Ja. Und so wird jetzt noch eine Zeit lang geschürt. Und ja, ich denke jetzt die letzten Scheit werde ich jetzt reinschmeißen. Den Zug dann ein wenig zumachen. Zug bezeichnet man quasi einen Schieber im Abgaskanal. Wenn ich den jetzt hier runterklappe, kann man das da oben schön beobachten. Dann mache ich das Rauchrohr dicht. Rauchgas bleibt drin, ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Deswegen ist er so halb geöffnet, dass er halt ein bisschen qualmt. Sonst ersticke ich mein Feuer unten. Und so bringe ich die Temperatur ein bisschen höher rauf, weil natürlich dann nicht einfach die kalte Luft reingezogen wird und oben wird durchgeschloten aus. Deswegen muss man dann mit dem Zug ein bisschen regulieren, dass er eben nicht zu stark auskühlt. Also bei mir ist es so, wenn du ein Backhaus hast, ist das anders, weil da heizt der ja das ganze Haus im Endeffekt mit. Hier vorm Ofen, wenn man steht, ist es warm. Aber durch das, dass hier halt offen ist, ja, zieht er halt sehr viel Umgebungstemperatur und die ist kalt. Wir haben immer noch aktuell minus 1 Grad. Boden ist schön gefroren. Und ja, genau, top. Ja, und dann kühlt er natürlich unheimlich schnell aus, wenn man den Zug offen lässt. Deswegen immer so auf, ja, halb geschlossen, sag ich ja mal. Willi, hörst auf! Gräbt schon wieder Löcher, der. Pfui! Kann er Löcher? Macht der Reilly auch mit. Ja, und dann muss man halt immer mal kontrollieren und dann passt das. Irgendwie. Eigentlich. Ja, schauen wir mal. Ich habe jetzt noch zwei Knotzen rein und dann, ja, so auf, ich denke mal auf 5 herum war ich dann oben mit dem Teig anfangen, meine dann portionieren und ja, die richtigen Maße zurecht schieben und eingeschossen wird dann normalerweise mit dem selber gebauten Schieber da, weil
Einen hölzernen habe ich leider nicht. So alte Brotschiebe wäre optimal, habe ich nicht. Wir nutzen da dafür normalerweise das Ding. Das ist so eine alte Pizzaschiebe und ein altes Backblech, das umgebaut worden ist. Es funktioniert. Aber irgendwann soll man noch so eine schöne, große alte Brotschiebe her. Wäre auch nicht schlecht. So, ich habe jetzt den Teig gerade aus der Schüssel raus. Oder aus die Schüsseln. Ich habe es jetzt auf 3 Schüsseln aufgeteilt gehabt. Der wird jetzt portioniert. Der ist jetzt schon mal ein bisschen vorgegangen, hat Aroma entwickelt. Also der Geruch hier in der Küche. Nach Hefe, nach Alkohol. Das Hefeenzym Zymase vergärt Zucker zu Alkohol und Kohlenstoffdioxid. Das ist einmal so ein Merkspruch gewesen, den wir gelernt haben als Lehrling. Ja, das ist jetzt mein Teigbrocken. Und ich will den jetzt erst einmal wiegen, dass ich weiß, wie schwer das ganze Ding überhaupt ist. Kilo. 4250 Gramm. Wieder neu. Oh, ganz genau. So. 4250. Das soll ja nicht immer 250 Gramm Stückler machen. Es gibt aber einige. 250 Gramm, 4 sind a Kilo. 4, 8, 12, 16? Wären 17 Pizzen. 17 Pizzen, das ist aber nicht wenig. Gute Frage. Wir wiegen es erst einmal mit 250 ab, oder machen wir gleich 275? Ah, machen wir gleich 275. Wiegen das einmal schwerer ab. Teilen wir einfach auf. Kommt auf jeden eine Menge was drauf. Dann passt das auch. Zack, zack, zack. Und gut. So. Die Waage stellen wir mal auf Seite. Die machen wir dann gleich mal sauber. So, das ist schon ein paar Tage her, aber ich glaube, das kommt noch. Hoffe ich, weil ich gleich wissen. So rund wirken, wobei das so von der Größe ja eigentlich nicht rund gewirkt wäre, sondern das gehört eigentlich schon bei nur
nur rund gerollt. Bei dem Rundwürgen, was ich hier jetzt mache, was passiert, ich drücke die Gärgase ein bisschen raus, der Teig wird quasi gezogen, wird ineinander geschlagen. Wird ein wenig gedehnt, wird ein wenig gestreckt und wird ein wenig fester natürlich auch. Also wenn der den Teig jetzt sieht, vorm Bearbeiten ist er richtig gesichert. Und wenn ich ihn rund gewirkt habe, ist er schon deutlich fester. Das von der ganzen Konsistenz, wenn man hier drauf drückt, ist er richtig weich und der bearbeitet ist, der ist dann fester. So kann er jetzt dann noch einmal ein wenig liegen, wenn ich fertig bin. Und dann wird er später einfach bloß noch, entweder rolle ich ihn aus oder ich ziehe ihn aus, muss ich mal gucken, wie es am besten funktioniert und ziehe es immer aufs Blech drauf. Das muss ich dann mal ausprobieren, was die bessere Lösung ist. So, meine Küche ist natürlich nicht unbedingt der optimalste Platz zum Arbeiten, aber es funktioniert. Früher in der Backstube hat man einen schönen Holztisch aus Buchenholz gehabt. Und natürlich viel mehr Platz als da auf meine Küchenarbeitsplatten und das funktioniert auch so. Zack, ein bisschen nach. Man könnte jetzt da hergehen und könnte den Teig, je nachdem wie er ist, auch rundrollen. Habe ich ja gerade gesagt, das geht auch. Da eine bestimmte Größe ist es machbar. Ob ich das noch kann, weiß ich gar nicht. Können wir mal bei dem letzten da probieren oder bei den letzten zwei. Das bei kleineren Mengen macht es so rund wirken nicht viel Sinn, da plagst dich ja wie sonst was. Einfach und rollt in der Hand, in der hohlen Hand herum. Das ist im Endeffekt genau dasselbe, was ich jetzt hier mit Würgen gemacht habe. Geht auch mit Rundrollen. Das sind, wie gesagt, Erfahrungswerte. Ich habe den Beruf ja mal gelernt. Von daher weiß ich noch, wie das funktioniert. Wer es noch nie gemacht hat, der plagt sich. Also ich weiß noch, meine ersten Versuche, die Gehversuche damals, einen Teig rund zu würgen. Katastrophe. So. Gut. Die ersten Versuche damals waren eine Katastrophe. Aber je öfter was man es macht, desto besser klappt es. Gut. Naja, so ein bisschen grob abdecken. Ich sage jetzt bloß das andere Hand nicht so.
und dann passt das. So, zu der Waage nochmal. Das ist so eine, ja, haushaltsübliche alte Waage, wie sie halt früher waren. Keine Digitalwaage, sondern noch mechanisch. So schaut es aus. Seine Stubewaage. Ja, ich kann die hier erst einmal austarieren, indem ich sie hier auf 0 Gramm stelle. 0 Kilo, 0 Gramm. Dann habe ich hier die Feintarierung, dass sie normalerweise schön ausgependelt ist. Also wenn man es ganz exakt haben will, dann sollte man machen, dass es genau gegenüber steht. Aber so langsam mal überhaupt so pendelt, ist schon mal gut. Kann man natürlich deutlich besser austarieren. Ja, und bei der Waage habe ich dann die Möglichkeiten, ich kann bis 10,5 Kilo abwiegen. Wie funktioniert das? Ich kann hier unten dieses Gewicht verschieben. Das hat verschiedene Raststellungen, 9 Kilo, 9,5 Kilo, 10 Kilo, wären hier. Und ich habe hier oben dann noch einmal meine Gramm, die ich verschieben kann. Und da komme ich bis auf 500 Gramm. So, dann habe ich jetzt hier 10,5 Kilo, die ich da drauf packen kann. Boah, da muss ich schon kräftig drücken. Ja, und so kann ich das natürlich dann auch runter regeln, wenn ich sage, ich will was mit 2 Kilo abwiegen oder 2,5 Kilo. Oder natürlich auch, wenn ich 5 Gramm will, selbst 5 Gramm kann man auf dieser Waage abwiegen, wenn man möchte. Das sollte ja natürlich dann richtig austariert sein, und zwar aufs Müh genau. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, sagen wir halt immer 25 Gramm. Dann brauche ich mich jetzt nicht so ab da. 25 Gramm kann ich da auch abwiegen. Da langt dann das Glänzergewicht und schon habe ich es sanft drücken. Ja, ist halt was Altes, ohne Batterien. Ich weiß noch damals in der Lehrzeit, da hat es einige, ja, Kollegen gegeben, die haben gesagt, oh, wie kann man mit so einem Ding noch arbeiten? Wir machen nur alles mit Digitalwagen. Ich sagte, ja, schön, und wenn es keinen Strom hast, dann geht nichts. Beziehungsweise so ein alter Woche oder was, wenn man damit umgehen kann. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, ich habe das schon mal besser gekönnt. Also ich habe mit so einer Waage ausgewogen und wir hatten eine Balkenwaage, die war auf einem Holzbrett unten fest, dann seitlich hoch und oben dann ein Balken. Ist ähnlich aufgebaut wie die alten Sackwagen. Und ja, da hast du vorne auf der Waagschale hast deinen Teig draufgeschmissen und mit der habe ich ausgewogen. Ist auch total simpel gewesen im Endeffekt und ich habe das wirklich einmal zeitlang so gut gekonnt. Wir haben Ciabatta abgewogen, 175 Gramm waren die, glaube ich, schwer. Dann hast du den Teigbrocken, du hast eine abgeschnitten mit dem Schabe, draufgeschmissen, hat gepasst. Und so ist das halt. Wenn du jeden Tag machst und immer wieder, dann kommt es von ganz alleine und dann klappt es auch. Das sind, wie gesagt, Erfahrungswerte. Wenn man es lang genug macht, dann komme ich mit so einem Ding klar. Ich konnte genauso gut aber auch mit einer digitalen Waage abwiegen, das ist auch kein Problem. Und ich habe mir die jetzt gekauft, die hat 7 Euro gekostet, total günstig. Hat optimal für mich gepasst. Ich habe noch eine zweite, die steht unten bei den Kartoffeln. Die ist ein wenig schlechter im Zustand, nicht mehr so toll. Die habe ich mir vorher geholt für die Kartoffeln nicht mehr zum Abwiegen. Ich wollte jetzt für die Küche auch eine. Das ist, wie gesagt, nichts Neues, aber ich finde, das hat Charme und es passt irgendwie doch mit in die Küche hier so rein. Also, ich kann damit umgehen und mir gefällt das hier innen ganz gut. Gut, abgewogen sind sie. Da liegen sie jetzt. Ich habe es jetzt nicht sauber abgedeckt, das ist nicht schlimm. Das macht man normalerweise, dass sie nicht so leicht austrocknen. Beziehungsweise, ja, damit auch nichts rankommt. Aber mit Insekten haben wir jetzt eher weniger Probleme. Also das ist einmal überhaupt kein Thema. Und ja, austrocknen waren die jetzt auch nicht. Ich muss sie eh gleich dann soweit fertig machen. Also jetzt sind sie deutlich fester wie vorher. Jetzt kann man hier drauf drücken und der Teig, der federt auch wieder ein wenig nach. Da sieht man es vielleicht besonders gut, wenn ich mit dem Finger rein drücke, dann kommt er auch wieder raus. Also natürlich nicht, wenn ich jetzt da voll den Finger reinmarsch, sondern halt ein wenig drauf, dann federt der wieder zurück. Und so muss es sein, wenn der Teig rund gewirkt ist, dann soll er immer ein bisschen nachfedern. Wenn ich die jetzt hier mal eine Stunde liegen lasse, dann federt da gar nichts mehr nach, dann sind die... Naja, gut, dann hole ich jetzt einmal alles, was ich noch brauche. Die ganzen Zutaten, dann werde ich mein Schweinchen noch ins Bett bringen. Jetzt ist es 16.43 Uhr. Oh, tatsächlich, ja. Schon wieder dunkel draußen.
Alter, geht das schnell. Ja, bringe ich die Schweinchen noch ins Bett und dann geht's ans Pizza soweit fertig machen. Und dann wird später gebacken. So Leute, Schlachtfeld in der Küche ist wieder komplett beseitigt. Ich habe auch frisch durchgewischt und alles zusammengeräumt. Ja, mittlerweile ist es 11:45. Ja, Wohnung wischen hat jetzt noch gedauert. Vom Pizzabacken habe ich jetzt selber leider kein Video gemacht. Hier in der Küche hat es ausgeschaut wie im Schlachtfeld. Ich bin gar nicht dazugekommen. Hätte ich gerne gemacht. Es ist aber noch Teig übrig und es ist noch Soße übrig. Soße ist selber gemacht, ist hier drin. Tomatensoße und ja, mein Mehl steht noch da drüben. Da ist noch was da, auch von der Salami, die ich gehabt habe, die wir aufgeschnitten haben. Also Stangersalami aufgeschnitten. Thunfisch hatten wir, Mozzarella hatten wir, Feta-Käse hatten wir. Zwiebeln haben wir frisch gekuffelt. Halt eine eigens selber gemachte Pizza. Ja, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Restmaterial da. Auch Teig ist noch da. Wären theoretisch noch 6 Pizzen gewesen, die wir noch nicht gemacht haben. Ja, 15 ist doch irgendwie viel. Und vom Essen selber, nein, Nosen weg! Pfui! Vom Essen selber ist natürlich auch noch was da. Das ist diese selber gemachte Pizza. Hier zum Beispiel mit Feta-Käse, Thunfisch, Zwiebeln und ein wenig geriebenen Emmentaler oben drüber. Die Salami-Variante, Salami-Käse. Das da war eine Sorte mit Waldpilze und Mozzarella. Ja, und das ist reine Thunfisch. So haben wir das gemacht. So schaut da so ein Stückchen aus. Haha. Das war quasi meine und ich habe sie gar nicht gegessen dann, weil ich so viele andere schon gegessen gehabt habe. War zu viel Pizza. Geschmacklich top. Man sieht hier auch, der Boden ist richtig schön aufgegangen. Ja, in der Mitte ist jetzt natürlich wieder ein wenig zusammengefallen. Frisch nach dem Backen ist er besser. Aber außen am Rand sieht man es, wie schön der aufgegangen ist. Also wirklich schön. Und geschmacklich einfach top. Da kommt halt nur das drauf, was man gerne mag. Ja, also wer jetzt Hunger kriegt. Aktuell habe ich noch einen Rest. Richtig gut. Und wenn es krümelt, habe ich Staubsauger. Psst. Runter. Ja. Ich schau mal, vielleicht kann ich morgen noch was filmen, wie ich gebacken habe. den Teig habe ich dann bloß ein wenig platt gedrückt. Dann die Soße drauf. Meine Zutaten drauf, Käse drauf und dann in den Ofen rein. Am Anfang habe ich so probiert mit einem Blechschießer, den ich habe. Hat aber nicht so schön funktioniert. Ich bräuchte eigentlich einen Holzbrotschieber. Habe ich aber leider nicht. Muss ich mir mal organisieren. ich habe es mit einem Blech reingeschoben. Hat aber nicht so schön funktioniert. Da bleibt er immer leicht haften. Beim zweiten Teil haben wir es dann probiert. Haben wir Backpapier drunter. Nachteil ist, Backpapier, da bleibt nicht wirklich viel übrig. Das verbrennt im Ofen dann bei den Temperaturen. Aber es geht richtig schön vom Blech runter. Ja, Boden. Wie ihr seht, ist überhaupt nicht schwarz. Ist schön hell geblieben, so wie es muss. Und wie gesagt, geschmacklich absolut top. Gut, das war's dann für den heutigen Sonntag. Und morgen ist Montag. Mal gucken, was da wegen passiert. So, meine abgewogenen Teiglinge, heute zeige ich es euch. Die werden einfach schon mal platt gedrückt. Dass wir ein wenig Form kriegen. Öderle. Ich habe den Teig gestern dann, der übrig war, weil so viele Pizzen haben wir ja nicht gegessen, in der Schüssel neu. Über Nacht in den Kühlschrank. Heute nochmal abgewogen. Ein bisschen leichter. Dann habe ich 7 Pizzen rausgekriegt. Und ja, dann langt es auf alle Fälle fürs Abendessen. Den Rest von gestern dann noch dazu. Das noch. Ja, eine Pizza im Ganzen war das da. Die machen wir noch ein wenig warm und dann sollte das für heute eigentlich auch genügen.
Ja, müssen wir halt jetzt ein wenig drücken. Der ist noch kalt, der braucht ein bisschen länger jetzt, macht aber auch nichts. Wenn er mal die Grundgröße erreicht hat, dann passt das schon. So. Man könnte es jetzt da mit einem Rollholz ausrollen. Aber nachdem das eher handwerkliche Pizza ist in dem Fall, kann man es genauso gut so machen. Tun wir uns doch gar nicht ab. So, selbstgemachte Tomatensauce, die hat die Mutter gestern zubereitet. Ist halt bloß noch einmal mit ein bisschen passierte Tomaten gestreckt. Es sind auch frische Tomaten drin und Zwiebeln sind drin. So, machen wir jetzt die Dosenspitze, dann ist der gleich leer. Oder auch nicht. So, und hiermit geht dann dieses Video an der Stelle zu Ende. Oder ja, gleich zu Ende mehr oder minder. Wir nähern uns dem Ende. Wir haben jetzt den 30.12. Morgen ist Silvester. Jetzt ist aktuell 20.15 Uhr. Wenn ich das hier jetzt gerade drauf gesprochen habe, wird Video geschnitten. Mal gucken, wie lange es dauert. Schneiden schätzungsweise wieder eine Stunde. Und rendern, ja, je nachdem, wie lang es ist. Der neue Rechner macht es ein bisschen schneller wie der alte. Vielleicht eine Stunde, anderthalb oder so, dann ist es fertig gerendert, dann kann ich es hochladen. Dann werdet ihr dieses Video am 31.12. um 12 Uhr sehen oder gesehen haben. Oder ihr seht es jetzt oder wie auch immer. Ja, die Pizzen habe ich vorhin dann alle fertig gemacht auf Backpapier. Der Vater hat zwar gebacken, das habe ich jetzt nicht gefilmt. Das ist unten im Holzbackofen gemacht worden, einfach wie in einem normalen Backofen auch. Nein, und quasi nach der Backzeit raus, bloß halt ohne Blech und ohne Elektro, sondern halt mit Holz geschürt vorher. Ich habe den Ofen heute einfach nochmal eingeschürt. Die restlichen Pizzen sind weggekommen, waren nochmal 7 Pizzen und 4 Reststückchen von gestern, die übrig geblieben sind. Und ja, jetzt haben wir wieder 4 Stückchen noch übrig. Die verarbeiten sich gar, denke ich einmal, entweder im Laufe des Abends oder spätestens dann morgen. Und dann ist das auch alles leer. Gab jetzt Pizzen mit Salami und Käse, mit Salami und Schinken, Salami und Pilze, Schinken und Käse, Thunfischfeta, Mozzarella und auch Streukäse obendrauf. Dann gab es noch Oliven mit Mozzarella und... was haben wir denn noch gehabt? Na halt ein paar verschiedene Sorten, alles so ein wenig. Italienische Salami war auch dabei, da hat meine Mutter spezielle italienische, so Calabrese. Die haben sie mal gekauft, weil mein Bruder so Spezialpizza machen wollte, Pizza Calabrese. Da hat es die noch gegeben. Ja, halt wie gesagt, ein paar verschiedene Dinge. Und das ist jetzt alles soweit.
aufgearbeitet. Gut waren sie. Wie gesagt, Backen selber habe ich nicht gefilmt. Ist aber eigentlich auch nichts Besonderes mehr. Das hat er vorher dann gemacht. Ich habe die Dinger fertig gemacht, die ganzen Pizzen. Sind wir aufwendiger noch. Ja, und jetzt stehen wir in meinem Wohnzimmer. Das ist ja gewünscht worden, dass ich das mal zeige. Ja, da steht mein leider nur künstlicher Christbaum. Ich habe leider keinen echten, wegen die Katzen und wegen dem Hund. Der da lag nämlich auch schon zweimal da. Schlecht, also einen echten, wenn du da hast, der nadelt unheimlich. Und der Wassertrog unten dran ist dann zweimal ausgekippt, ist auch blöd. Da hast du eine schöne Überschwemmung, aber so macht er doch auch was her. Also ich meine, ist ein künstlicher und ja, bis der sich wirtschaftlich bzw. umwelttechnisch rechnen mag, das wird ein paar Jährchen dauern, aber nichtsdestotrotz ein schöner Baum, den ich noch Weihnachten wieder aufräumen kann und im neuen Jahr wieder aufstellen. Ich war noch sowieso ein wenig länger stehen lassen, wie normalerweise die Christbäume immer stehen, weil meistens ist es so, dass Christbäume ja auf dem 6. rum dann wieder wegkommen. Wir waren am 24. aufgestellt, auf dem 6. rum kommen sie weg. Und bei uns ist es eigentlich so, wir lassen da immer ein wenig länger stehen. Ich muss dazu sagen, ich habe da eh schon Ehre aufgestellt, schon ein bisschen vor Weihnachten. Und ich denke, ich werde es so bis Mitte Januar, vielleicht Anfang Februar oder so wieder stehen lassen, je nachdem, wie das Wetter draußen ist. Falls doch noch Schnee kommt. Der macht ein wenig ein schönes, gemütliches Licht dahin, finde ich. Hat auch was, ist schön hier, wenn man sitzt. Ist auch was ganz Angenehmes. Oben meine selbst gebastelte Strohspitze. Ja, und so steht er hier. Wie gesagt, der echte wäre mir lieber, aber mit den Haustieren, mit dem Hund nicht so einfach. Vor allem mit dem Willi. Der läuft oder dann einmal vorbei, schwanzwedelnd. Und dann geht das Ding rieseln wie sonst was. Ist ein bisschen schade. Den echten haben wir draußen stehen. Meine Eltern wollen nächstes Jahr dann einen echten aufstellen. Das ist der, wo da draußen schon so zurechtgestutzt ist vor meinem Fenster. Den, wo wir letztes Jahr für die Kräuterschnecke Äste runtergeschnitten haben. Ja, schauen wir mal. Und ansonsten, wir haben ja im Garten draußen, falls man das überhaupt erkennt, da leuchten ein paar Lichtlein im Hintergrund. Da ist ein Baum beleuchtet und da draußen vor dem Fenster ist auch ein Baum beleuchtet. Und dann passt es. Ja, gut, das war es dann hierzu. Dann war im letzten Video, glaube ich, noch eine Frage. Ich setze mich mal schnell hin, dann schaue ich mal aufs Handy, ob ich die Frage auf die Schnelle finde. Ich bin gefragt worden, was wir eigentlich für einen Kipper haben. Ja, den Kipper, den wir haben, das ist ein Krone EDK 210. Also ein Achs 3 Seitenkipper nennt sich das Ganze. Willi ist gut. Ja, eine Frage war, ob ich das Verdeck vom Kram mal zeigen kann. Das kann ich im nächsten Video dann machen, kein Problem. Das lässt sich einrichten. Ja, wie gesagt, der Kipper ist ein Krone EDK 210. So müsste der Typ eigentlich sein. Baujahr steht leider keins drauf. Muss aber vor dem IHC gewesen sein, also entweder Ende 70 oder Anfang 80. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, den haben wir gehabt, bevor wir IHC gehabt haben, so viel ist sicher. Und für uns tut das seinen Zweck. Ich glaube 5,4 Tonnen zulässige Gesamtmasse oder was der hat. Müsste ich auch nochmal gucken. Und Stützlast irgendwas mit 1,2 Tonnen oder was mehr oder irgend sowas in den Dreh. So grob aus dem Kopf raus. Ja, ansonsten, falls ihr da noch mehr wissen wollt, im nächsten Video kann ich das auch nochmal mit ansprechen. Dann wird es nämlich das für dieses Video gewesen sein. Morgen ist Silvester. Das filme ich natürlich jetzt dann auf diesem Video nicht mehr, weil ihr seht es ja jetzt dann am 31.12. um 12 Uhr, also kann ich ja schlecht dann noch den 31.12. mit filmen. Das kommt dann auch gesondert im nächsten Video, im neuen Jahr dann. Also wir sehen uns dieses Jahr dann vermutlich nicht mehr. Außer es kommt heute Abend noch einmal ein Livestream. Aber dann seht ihr mich ja nach dem Video auch erst im neuen Jahr wieder. So viel Gelaber, ihr kennt mich. Ja, Silvester wird morgen wieder eine Tortur werden, das weiß ich jetzt schon. Ich gehe heute ein wenig früher ins Bett, dass ich morgen früh dann noch einmal durch die Stelle durchgehe, die Viecher möglichst bald auslos und ich weiß ja dann auf, ja, 4:30, 5 rum, weil ich sie alle einspannen, inklusive Emma, Gandhi, Joggel und Maggie. Die lasse ich da nicht draußen, habe ich letztes Jahr schon nicht gemacht, habe ich sie eingespart. Das Problem ist nämlich, ja, bei uns ist mit Feuerwerk, die sind ja wieder wie die Gestörten. Ich meine, es gehört zu Silvester dazu, aber tja,
Dass halt dann ausgerechnet direkt neben der Koppel gefeuert werden muss oder direkt unterhalb vom Grundstück, das habe ich noch nie verstanden. Gibt es Leute, die extra so weit rausgehen, schießen dann jetzt euch absichtlich da ins Grundstück rein, dass ihr ja keinen Dreck aufsammeln müssen draußen. Das regt mich immer wieder auf. Letztes Jahr, ihr könnt euch erinnern, oder Neujahr war das, da habe ich ja gesagt, der Reili ist uns ausgekommen. Muss ich dieses Mal auch Vorsorge treffen. Die Knallerei ist für die Viecher und für uns nicht einfach. Das heißt, falls ihr dieses Video seht, falls irgendjemand dabei ist, denkt ein bisschen dran, wer einen Stall hat. Der Peter, der Country Life Germany, hat es gemacht. Der Thomas Hof Baslund hat auch schon ein Video gemacht auf Instagram. Denkt ein bisschen an die Viecher. Die Viecher verstehen das nicht. Das ganze Jahr ist es ruhig. Die kennen an Bulldog, die kennen an Radlader. Die kennen auch, wenn ein Hund rumkläfft oder sonst was. Aber das Feuerwerk, das ist für die absolute Tortur. Die schieben Panik. Letztes Jahr haben sie mir hinten im Stall die Scheiben ausgehaut. Ist passiert. Ich meine, den Stall habe ich jetzt umgebaut innen her, die Scheiben. Sind ja fast keiner mehr drin. Wie gesagt, der Reili war weg. Der ist in aller Herrgottsfrüh dann noch Neujahr wieder gekommen. Da haben wir auch gedacht, der kommt uns nicht mehr her. Denkt in der Hinsicht auch ein bisschen dran. Wie gesagt, feiern könnt ihr. Aber schaut ein wenig, wo Viecher oder so sind. Vielleicht nicht unbedingt gerade direkt am Stall, nehmt ein wenig Abstand, denkt an eure Haustiere daheim, denkt auch an die alten Leute. Ich kann mich erinnern, meine Großmutter, die hat an Silvester einmal Panik geschoben. Gerade die ältere Generation, die den Krieg mitgemacht hat, für die ist das auch nicht ganz einfach, die dürft ihr auch nicht vergessen. Und das nächste ist, denkt auch dran, was der da in die Luft pulvert. Ihr schießt da mal eben 100, 200 Euro einfach so innerhalb von ein paar Minuten in die Luft. Verfeuert quasi euer Geld. Bedenkt auch das. Das möchte ich an der Stelle einfach nur mal gesagt haben. Wie gesagt, ich will niemanden das Feiern vermiesen. Dürft ihr gerne machen, kein Problem. Für mich ist, wie gesagt, Silvester eigentlich der schlimmste Tag mit dem Jahr. Mache ich überhaupt nicht, aber gut, gehört halt dazu. Müssen wir durch. Feuerwerk haben wir ganz, ganz früher mal immer mal je CO2 Raketen aufgeschossen. Das ist aber schon ewig her und ja, ich suche seit 20 Jahren überhaupt nicht mehr. Mache ich ja nichts mehr, weil ich sage, das braucht es einfach nicht. Ich will es aber keinen vermiesen. Denkt halt, wie gesagt, an andere Leute. Denkt an die Haustiere und denkt auch an die Tiere, die in irgendwelche Ställe drin sind. So, und in diesem Sinne, mit diesen ernsten Schlussworten oder wie ihr das nehmen wollt, wünsche ich euch jetzt dann auf alle Fälle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nicht zu weit rutschen, bitte keinen Unfall bauen, ne? Also nicht wörtlich nehmen und auf einer Eisplatte ausrutschen oder so. Und dann sage ich jetzt an der Stelle, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ich bedanke mich für 2019, dass ihr dabei wart. Schauen wir mal, wie 2020 wird. Und bis die Tage. Servus!